Dom und Flo zocken und sind Bros. Sie sind blöd Bros. Ich hab ihn nicht verarscht, Toni stimmt wirklich. Ernsthaft? Alter, was? Ich bring's jetzt um. Ah, oh, okay. Es geht leider nicht schneller. Das ist jetzt alles sehr antiklimatisch. Ich bring's jetzt um. Jeden Augenblick. Gleich. Nach der Werbung. Gibt's bei Game of Thrones einen Charakter, der Tony heißt? Nee, oder? Nee, doch, Tony Stark. Nee, und das war's, Iron Man. Da. Zack. Was zum? Tot. Ein Dartpfeil? Nicht schon wieder! Gleich? Wait for it. Und? Und? Was soll das jetzt werden? Wie sich ihr Mund die ganze Zeit bewegt sieht, während sie gemacht hat. Schwer. Du hast schon Strike gesagt. Das ist jetzt dein Catchphrase. Soll der Scheiß. Catchphrase, hey, Catchword. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Pups. Niemand hat es gehört, Dominik. Und wo wir gerade dabei sind. Übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Boah. Niemand hat es gehört, aber so jeder hat es gerochen. Entschuldigung, Leute, dass ihr das jetzt riechen müsst. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Da, mehr musst du sie nicht holen? Ich glaube nicht. Was machst du mit den Coupons jetzt? Ich gebe sie dir zurück. Ich habe es gefunden, ich darf... Okay. Ich darf es auch halten. Mein Motto. Ich glaube tatsächlich, sonst... Die Mühle hat, glaube ich, tatsächlich keinen Sinn. Oder doch? Bohnen? Ja, damit kann ich die Bohnen und die Bohnen... Vielleicht mache ich, ja, daraus mache ich vielleicht am Ende das Kaffeepulver, wenn ich alles habe. Verstehst du? Nee, wirklich? Echt jetzt? Aus... Aber komisch, dass die riesige Maschine das nicht selber kann. Weil ich meine, da ist ja quasi alles drin. Nee, ist halt kein Vollautomat. Oh, the humanity. So, dann wollten wir noch die Chilischote, ne? Ja. Die hier vorne so schön wächst. Gut, Asbesthandschuhe. Chilischote. Kleiner Tonnenroboter. Muhahahaha. Yes. Die kann er einfach so in sein Inventar packen? Ja, im Inventar, das ist ja nicht so schlimm. Aber das brennt doch auch ab. Warte. Chilischote? Handschweißgerät. Ha. So, wir haben Aufputschmittel. Spritze. Was? Oh. Das war jetzt gar nicht... Was hab ich getan? Feurio! Feuer im Inventar! Feuer im Inventar! Was hab ich getan? Ich habe keine Ahnung. Warte mal kurz. Muss ich jetzt nochmal ins Dings gehen mit dem Feuerlöscher? Bevor ich das machen kann, was ich gerade dachte, dass nichts macht, aber ich mach's mal trotzdem. Keine Ahnung. Schauen wir doch mal. Also, Chilischote. Ich kann das Ding nicht mehr. Okay. Uah, Feurio! Er dreht sich einmal und das war's. Ist das jetzt... Nee, ich glaube, das ist nur ein Gag. Okay. Es ist okay. Es soll nur zeigen, du kannst mit dem Scheiß nichts... ja, warum habe ich auch die Handschuhe weggeschmissen, ey? Vollidiot. Na gut, dann brauchen wir jetzt noch das Wasser. Ja, Wasser. Und das ist bei, Wenzel.
Wenzel im Haus. An seinem Kloverspecken. Wenzel hat eine Schutzklappe. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Friem? Frag mich nicht. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff. Je nach Flugplan. Ah, verstehe. Ja, das hat wohl irgendwas einen Plan hier. Das hat wohl irgendwie alles Plan. Das hat ja jetzt genau nichts gemacht, ne? Doch, das ist doch weitergerutscht. Ne, ist jetzt genau da, wo es vorhin auch war. Echt? Ich glaub schon. Ja. Ist die Frage, inwiefern das irgendwas bringt. Und das ist wahrscheinlich noch irgendwas. Das ist dein Haus, oder? Ja. Dann gehen wir doch mal. Ah, warte, doch, mir fällt noch eine Sache ein, die wir machen müssen, aus irgendeinem Grund. Das könnte die Schornsteinklappe offen halten, um das Balance immer nur nach. Ah, ja, ich gehe ja schon da unten hin, du Spasti. Ah. Warte, ich gehe schneller, wenn ich, glaube ich, da rein und dann wieder rausgehe, als mir beim Dahinlaufen zuzugucken. Ja, ich bin auch wieder, ich gehe auch direkt wieder. Ganz egal. So, Luftballon. Das könnte die Schuhe um das Ballon. Ja, aber. Muss es von drin machen? Du hast recht. Aha. Ich bin so froh, dich dabei zu haben. Ja, denn du bist klug. Wäre es auch vom Namen her schade. Keine Ahnung. Blöd, Mann. So, also quasi jetzt hier durch, ne? Ja. Alter, du bist so smart. Ich weiß. Du bist so fuck. Oh mein Gott, siehst du das? Kannst du so, das sehen? Ja, ja. Und jetzt. Kann man das Rohr. Und dann. So witzig, wie ich kommt das alles. Ah, was? Ja. Aber vorher abziehen, oder? Nee, das hat noch. Oh mein Gott, ja. Ich weiß genau, was der Deal ist. Hast du überhaupt irgendwas, wo du das Wasser reinmachen kannst? In den Keller gehen? Genau, wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich. Ja. Okay. Jetzt bohre ich ein Loch da rein. Oder drei? Nein, ich wollte nur eins. Nee, nochmal Kommando zurück. Nein, das ist. Unacceptable! Ja. So. Weil wir wollen ja die Wünschelrute haben. Nicht darum. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist. Oh, Junge. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Ja, schon ein Arschloch. Jupp. Hey, schon, Vince, was gibt? Schon ein Arschloch. Ich will mein Erbezeug ganz mit ein paar Sachen zu besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen. Wie? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Halt die Schnauze, Flanders! Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Worum geht es denn diesmal? Hab ich. Klares Wasser? Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf ja, diese dafür Weise die Wünschelrute. Ist der Bürgermeister von... Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Okay, das wäre okay. Allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber sein Reichtum versteckt er. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Sein Vater war Bürgermeister in dieser Stadt? Scheinbar. Und er ist so ein Tu-nicht-gut geworden? Tu-nicht-gut? Hast du etwa Tu-nicht-gut genannt? Ja, scheint wohl hast du eine Idee, nicht genetisch vererbt geworden zu sein. Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man mir erzählt. Der elektrische Stier vor der Stadt? Dass ich dir geliehen habe? Genau. Okay. Hast du eine Idee? Energie? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie fauler sagst.
Ich glaube, denn seien wir doch mal ehrlich. Du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was weil denn? Er klein ist. Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Das ist schön. Ah, das war schön. Ja, ja. Bis spät, genau. Ich bin ja auch keine große Hilfe. So, vielleicht, wenn du jetzt an dem Rohr drehst, ja, genau. Bleibt das hängen. Aber jetzt werde ich einfach suchen. Da ist der Stier. Und dem Stier Blut abzunehmen. Und Autobatterie? Suche nach Phlegma wer? Hä? Aber er hat doch gesagt. Toro! Hey! Aber er hat doch gesagt Stier und ja, da ist. Vielleicht kriegst du es aber später noch. Oder bohren. Streißen. Und Spott. Oder Moment. So schon mal nicht. Okay. Ja. Warte. Toro! Hey! Ha! Was nutzt. Toro! Hey! Wie langweilig ist das denn? Oh, jetzt bin ich. Oh, schade, ich dachte, ich hätte was gehabt. Ja. Toro! Hey! Nee. Aber der Bohrer hat ja auch irgendwie. Ach, das ist jetzt aber Dietrich? Toro! Hey! Dietrich vielleicht mit Motorhaube? Autobatterie, weißt wenn du? Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel. Andererseits, wenn man den Hebel kennt. Das ist ein Hebel in der Fahrerkabine, meinte er gerade. Tracktür. Na top, die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Also jetzt wieder den Dietrich. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Nee. Ich wollte sagen, was, nicht einmal damit. Ich wollte sagen, ein richtiger Dietrich. Er war zu selbstbewusst, das konnte gar nicht gut gehen. Eine Scheibe, die ihre Sichteigenschaften durch Verschmutzung verloren hat. Och nö. Also einfach nur Dinge kaputt hauen. Wenn man den Trick kennt. Andererseits, wenn. Och, das ist ja alles eine Farce. Ich wasche die Scheibe mit dem Schwamm. Das allein reicht. Ich brauch auch noch Lust und Seife. Lust und Seife. Ach, das ist jetzt alles doof. Alles ganz doof meine gerade. Meinung. Schwamm drüber, hahaha. Diese Gutscheine kann man in der. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Wir spielen. Pops für Bleigewichte. Wir spielen ein Adventure, also von daher. Ja, tun wir. Nächstes Mal bei Blöd Bros. Wir finden. Was raus? Den Rest, alles finden wir raus. Alles. Okay. Erst machen wir das Rohr. Das Rohr.